Hallo Freunde der Sonne und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Assassin's Creed Mirage. So, jetzt gucken wir mal, wo kriegen wir denn hier noch Infos her? Was haben wir hier noch? Da ist irgendwas. Moment, liegt da wer? Oh ja. Man arbeitet und arbeitet und was bekommt man? Nichts. Flucht des Sklaven. Ich behandle sie gut, ich bezahle sie gut, ich ernähre sie. Und dann verschwinden sie und die Arbeit bleibt liegen. Vielleicht redet der, wenn ich ihn ausnüchtern kann. Gleich bist du wieder nüchtern. Ich würde ihn einfach mal ins Wasser schmeißen. So nämlich. Genug, es geht mir besser. Ein Teehaus ist ein gefährlicher Ort, um zu trinken. Er hätte dich verhaften können. Ich hatte einfach viel Ärger in letzter Zeit. Du sagtest, ein paar deiner Sklaven werden vermisst. Hm. Sagte ich das? Ich erinnere mich nicht. Sie werden nicht vermisst, sie sind verschwunden. Menschen verschwinden nicht einfach. Die schon. Letzte Nacht kamen zwei nicht von den Feldern zurück. Niemand hat etwas gesehen. Einfach verschwunden. Puff. Also dachtest du, du betrinkst dich in einem Teehaus? Naja, ja. Oh, mein Kopf. Erzähl bitte niemandem davon. Ich muss nach Hause und schlafen. Schämen soll er sich. Hey, hier drüben. Hierher. Hä? Was los, Cole? Du willst etwas von mir? Nicht hier. Hier sind zu viele Ohren, wenn du verstehst, was ich meine. Ah, ja, Saidi. Unsere besonderen Tees werden hinten gelagert. Hier lang. Vorsicht, Stufe. Folge mir. Ganz unauffällig. So unauffällig, wie es eben geht. Nun komm. Ein bisschen schneller ist trotzdem noch nicht auffällig. Gott, die Luft ist rein. Tja, wir scheinen allein zu sein. Was wolltest du also? Entschuldige das Theater, aber man weiß schließlich nie, wer zusieht. Und diese Heimlichtuerei ist doch ziemlich aufregend. Ich sah deine rote Schärpe und hörte dich von vermissten Sklaven reden. Es ist noch einer verschwunden, von einem Gehöft in der Nähe. Woher weißt du das? Ich bin ein Freund der Familie. Der Mann war einer derer, die hingerichtet wurden. Und jetzt ist auch noch der Sohn verschwunden. Seine Mutter ist ganz außer sich vor Sorge. Ich dachte, du könntest dir vielleicht helfen. Sag mir, wo dieses Gehöft ist. Ein Stück westlich von hier. Sklaven sind eher misstrauisch, aber wenn du irgendwas für sie tun kannst, schulde ich dir einen riesigen Gefallen. Ich sollte zu Ali zurückkehren und ihm Bericht erstatten. Okay, kehre zu Ali zurück. Dann machen wir das zuerst. Okay, so kann man auch runterspringen, Basim. Kein Ding. Hier ist ein Mitglied von Athiab. Was? Was? Wo? Da. Okay, das hat auch erstmal kurz Priorität. Jetzt müssen wir den erstmal wieder verfolgen. Oh Mann. Aha. So, was habt ihr denn hier in diesem kleinen Hof vor? Da steht immer noch eine Wache. Genau, geht mal ruhig weiter. So ist das schön. Tü. Frage ist ja, wenn ich den Dicken eliminiere. Ah, shit, hier sind wieder Leute. Das klappt nicht. Dann werde ich wieder gesucht. So. Wo wollt ihr denn hin? Bewegt euch.
Alter, das dauert. Hier vielleicht rechts irgendwo in den Hof? Nee, nicht. Schade. Hm. Was hat er denn? Hast du den Verstand verloren? Hä, was? Hallo, das war eine Kuh. Ich war das nicht. Alter. Hm. Wo zum Geier wollt ihr hin? Sucht euch endlich ein ruhiges Fleckchen, wo keiner zusieht. So, hier nach rechts. Da ist doch schön, oder nicht? Ach, Minno. So, na, jetzt gucken wir mal. Ist hier gerade irgendwer in der Nähe? Nö. Dann versuchen wir doch mal, ob wir ihn hier nach und nach abgeschlachtet bekommen. Hey, Moment! Mal hier vor. Nix da. Ruhe. So. Feierabend hier. Mann. Als ob ich euch 10 Minuten hinterherlaufe. Das glaubt ihr doch selber nicht. So, zurück zu Ali. Wo turnt denn der wohl rum? Da in der Hütte ist er, okay? Ich weiß nichts über die Dinge, nach denen du fragst. Wusstest du, dass ich Gedanken hören kann? Du willst nicht reden, aber du wirst. Ah. Wir sollten das nicht tun. Es bringt uns nur noch mehr Ärger ein. Mehr Ärger als Hinrichtungen? Die haben unsere Brüder abgeschlachtet. Verstehst du das nicht? Ali, was wird das? Das entspricht nicht unserer Abmachung. Ich tue, was getan werden muss. Ich brauche keine Erlaubnis. Hast du etwas herausgefunden? Sklaven scheinen aus ganz Jajaraya zu verschwinden. Einer von einem nahen Gehöft. Ich gehe dorthin und sehe, was ich herausfinde. Gut. Unser Freund hier verbrachte den Morgen am Hafen und traf jemanden, von dem wir glauben, dass er ein Spitzel des Kalifen ist. Du könntest diesen Spitzel finden und ihm folgen, sehen, wo das hinführt. Beshi und ich lockern so lange die Zunge unseres Freundes. Das ist ein Fehler, Ali. Wir werden sehen. Nun gut. Ich könnte den Spitzel suchen und der Witwe helfen, ihren verlorenen Sohn zu finden. Mhm. Gut, dann Nachforschung. Moment, das hier ist jemand im Hafen, verfolge den Spitzel. Hier, finde die Witwe und sprich mit ihr. Jo, das will ich erstmal machen. 147 Meter die Richtung. Nun gut. Dann schauen wir mal. Achso. Los, Iki. Da. Wunderbärchen. Da bin ich ja mal gespannt, was ich hier machen muss. Nicht auch noch, mein Sohn. Ich darf ihn nicht auch noch verlieren. Ihm wird schon nichts zugestoßen sein. Vielleicht hat er sich nur verlaufen. Nein, er ist fort. Nee. Ich hatte nicht mal Gelegenheit, Blumen für das Begräbnis meines Mannes zu sammeln. Und nun ist mein Sohn auch noch fort. Hier bin ich richtig. Arme Frau. Ich muss ihr Vertrauen gewinnen. Oh, das kann ich. Verzeihung. Wer bist du? Was willst du von mir? Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Der Teehausbesitzer hat mir von deinen Problemen erzählt. Vielleicht kann ich helfen. Ich wüsste nicht wie. Ich kenne dich nicht. Du brauchst Blumen für das Grab deines Mannes. Auch ich verlor einst jene, die mir wichtig waren und konnte sie nicht bestatten. Es wäre mir eine Ehre, für dich zu tun, was ich für meine Freunde nicht tun konnte. Ich sammle die Blumen für dich. Mein Mann brachte mir oft Felsenlippe von unterwegs mit.
Wenn du mir welche bringst, lasse ich sie nach der Bestattung am Grab. Mein letztes Geschenk. So soll es sein. Die Blumen sind bestimmt in der Nähe. Ich sehe mich mal um. Okay. Dann schauen wir mal, ne? Lass deinen Blick schweifen. Lücke die Blumen. Ja, welche Blumen ist die Frage, ne? Da bin ich. Ja, also, ne? Also, wenn mein Adler die noch nicht mal findet, ne? So, Pfauenfeder. Ach, halt, Moment, da. Da muss ich lang. Okay. Helmenhain. Ey, was ist denn hier los? Das sieht so abgebrannt aus. Zeige mir alles. Okay. Ah, hier. Das sind die Blumen, die ich suche. Du kleines Mistvieh. Als ob es hier auch Schlangen gibt. Das tut aber nicht Schnaut. So. Weg mit dir. Letzte Schlange. Sieht so aus. Wunderschön. Das hätte meinen Freunden auch gefallen. Ach, jetzt weiß ich auch, welche Freunde er meint. Ja, logisch. Die vom Anfang. Die kennen wir ja doch. Ich dachte schon aus irgendeiner früheren Geschichte, die wir noch gar nicht hier behandelt haben in Mirage. Aber nee, jetzt weiß ich, welche er meint. Alter, Ubisoft Connect, geh mir noch nicht auf den Puffer. Hasenpfote, Pfauenfeder. Brauche ich nicht. Ich brauche Messer. Ich habe nur drei. So, bitteschön. Einmal Blumenlieferung, Freihaus. Und mein Beileid. So eine elegante Pflanze. Mein Gatte liebte sie. Danke. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ich will herausfinden, wer die Sklaven aus Jajaraya verschleppt. Ich weiß, dass dein Sohn vermisst wird. Ja. Ich verlor seinen Vater. Ich könnte es nicht ertragen, ihn auch noch zu verlieren. Kannst du mir sagen, was er tat, bevor er verschwand? Er war sehr unglücklich, nachdem sein Vater fort war. Er fing an, nachts aus dem Haus zu gehen. Gestern Abend kam er nicht zurück. Ich sehe mich um. Vielleicht finde ich etwas, das mir verrät, was passiert ist. Mhm. Okay. So, was haben wir hier? Ich könnte von hier aus den Spuren ihres Sohnes folgen. Na. Das klingt ja einfach. So. Wir wollen hier... da lang. Hallo Häschen. Hier sind aber viele Spuren. Die Spur führt zu diesem kleinen Gebäude. Ich muss einen Weg hineinfinden. Na gut, das kriegen wir irgendwie geschissen. Na guck. Wenn das mal nicht einfach war. Kaum noch Öl. Er hat noch spät gearbeitet. Mhm. Ein Brief. So. Er erwähnt einen Hof in der Nähe. Der Brief des Sohns. Ich habe Söldner auf diesem Hof ein- und ausgehen sehen. Sie müssen es gewesen sein, die Vater und die anderen geholt haben. Ich gehe heute Abend nachsehen. Ich lasse diese Nachricht hier für den Fall, dass ich auch geschnappt werde.
Es tut mir leid, dass ich dir nicht gehorche, Mutter. Aber Bishi hat recht. Wir müssen kämpfen. Ich sollte seiner Mutter sagen, was ich gefunden habe. Kein Ding, wenn ich mal aus der Tür rauskomme. Ups, so, dann gehen wir einmal zu ihr zurück. Laufen hoffentlich nicht in irgendeine Schlange rein. Das wäre nicht so schön. Gut. Okay. Ich fand einen Brief deines Sohnes. Er wollte nach den Männern suchen, die seinen Vater holten. Der dumme Junge. Er erwähnte ein Gehöft in der Nähe. Weißt du, was er damit meinte? Oh nein. Dohans Hof. Da wimmelt es von Söldnern. Wenn er dahin gegangen ist, bitte, finde meinen Sohn. Wenn er lebt, dann bekommst du ihn zurück. Du hast mein Wort. Ich muss Ali Bescheid sagen. Aber vorher suche ich noch den Spitzel. Okay, das haben wir erstmal so. Dann jetzt als nächstes der Spitzel. Na komm. Ist das der hier? Nee. Ach so, So, Moment. Spitzel. Der ist da. Dohans Gehöft Nachforschung? Hä, aber das kann ich doch nicht annehmen. Dohans Anwesen liegt östlich vom Gehöft der Witwe. Sprich, irgendwo da. Weise mir den Weg. Gucken, sieht Enkidu was? Nee, ne? Nee. Nada. Niente. So. Dann kümmern wir uns um den Spitzel im Hafen. Oh, hier, er kann tagsüber. Leite mich, Enkidu. Das könnte der Spitzel sein. Das ist der Hafen. Der Spitzel muss hier irgendwo sein. So. Keine Notizen heute. Ich sollte gehen. Fast Zeit. Zeit wofür, frage ich mich. Ich sollte ihm folgen, aber er darf mich nicht sehen. Ich sehe dich. Dann leite mich zu dem, was ich wirklich suche. Was siehst du, Sadiki? So, kann ich ihn markieren? Jo. So, behalte das Ziel im Blick. Kein Ding. Das kriegen wir irgendwie hin. Aber wahrscheinlich gehört der zu der Sorte Leute, die sich zwischendurch umdrehen, ne? Oder auch nicht. Alter, hä? Ja, natürlich. Das wollte ich jetzt dann zwar nicht, aber wollte einfach nur so aufs Dach. So, wo gehst du lang? Komm, beweg dich. So, einmal rum. Jetzt sei mal nicht so misstrauisch, geh weiter. Oh, das gibt's auch wieder in der Gruppe Folgen hier, aber dafür brauche ich diese Händlermünze. Belastend. Ich habe neue Informationen. Du hast hier nichts zu suchen. Was? Ja, Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. So, zack, untertauchen und bespitzeln. Was hast du für mich?
Außer dem Sklavenjungen, von dem ich dir schon erzählt habe, schnüffelt noch jemand in Jajaraya herum und stellt Fragen. Ups. Ist das der, den wir schon gemeldet haben? Dieser Unruhestifter Beshi? Es ist ein anderer. Niemand scheint irgendwas über ihn zu wissen. Was soll das denn? Ich habe Briefe für den Anführer und du vergeudest meine Zeit. Komm zurück, wenn du einen Namen hast. Hm. Tü-tü-tü. So, bestiehl den Soldaten. Alles klärchen. Als ob du jetzt da mitgehst. Das ist doch beschiss. So. Hm. Weitergehen, na los! Kannst du mal bitte woanders hingucken? Die beiden haben Informationen für jemanden namens Doğan bin Arslan gesammelt. Doğans Gehöft wird schwer bewacht sein. Ich sollte zu Ali zurückkehren und den nächsten Schritt besprechen. Gut, so mag wie das. Ali, ich komm zurück. Oh, halt, Moment, hier lang. No, ich hoffe, die haben den noch nicht kaputt geprügelt. Anscheinend doch. Endlich kommst du zurück. Was hast du getan? Was ich tun musste. Sieht so deine Freiheit aus? Ich folge weder eurem Credo, noch schulde ich den Verborgenen Rechenschaft. Das ist der Preis des Krieges. Beshi sehe das anders. Beshi führt diesen Aufstand nicht an. Er tut das Seine und ich meinen Teil. Doch genug. Was hast du herausgefunden? Die vermissten Sklaven wurden auf Befehl eines Doğan bin Arslan verschleppt. Etwas Großes wird bald passieren. Ich weiß nur nicht was. Aber ich. Der hier sagte, dass meine Männer verhört und dann von ihrem Anführer bei der Villa hingerichtet werden. Ali, der Spitzel, kannte Beshis Namen. Sie suchen nach ihm. Sollen sie suchen. Befreie meine Männer. Ich bereite den Angriff auf die Villa vor. Triff mich beim Gehöft, wenn du fertig bist. Na, doll. So, jetzt müssen wir also... Oh, Moment, da ist ein Aussichtspunkt. Wieso habe ich mir den denn noch nicht geholt? Ich kleine Schlampe. So, da oben, ne? Jawohl. Den holen wir uns doch erstmal. So. Wie kommen wir hier hoch? Okay, dann so. Oh, halt, Moment. Nee. Mensch, auf. Hier, auf den Holz. Ja, so ist brav. So, kaputt machen. Und einmal Truhe plündern. Danke. Nein. Oh Mann, alter Basim. So. Nee, hier, da kann ich lang. So, ab nach oben. Ganz auf die Spitze. Und einmal synchronisieren, bitte. Kann ich denn hier... Wo ist denn hier ein Haufen? Da. Und abwärts. Blub. So. Und irgendwo da ist das Gehöft. Das gucken wir uns allerdings erst in der nächsten Folge an. Für heute ist erstmal wieder Feierabend. Ihr kennt das Spielchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und anschließend einmal die Glocke zu aktivieren, wenn ihr Benachrichtigungen haben wollt, wenn ich ein Video veröffentliche. Im Übrigen dreimal am Tag der Fall. 14, 16 und 18 Uhr.
Tja, und in diesem Sinne würde ich sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.